So, 19. Dezember, gleich ist Weihnachten, fast ist Weihnachten schon da. Und jetzt machen wir nochmal ein Türchen auf heute und dann ist es schon fast Weihnachten. Also, 19. Dezember, Türchen wieder aufgemacht. Was haben wir heute im Gepäck? Also, ihr seht selber, viele Türchen gibt es nicht mehr. 19. Türchen ist hier und da würde ich sagen, das machen wir jetzt hier einfach mal gleich ganz sporadisch. Ups. Sporadisch hier auf. Und was haben wir hier? Ha! Hier haben wir eine Leitung drinnen. Also wieder so eine kleine Leitung, wie wir es hier schon haben. Jetzt ist die Frage, Mensch, was hat denn das für eine Bedeutung? Und diese Bedeutung möchte ich euch jetzt hier gleich zeigen. Und zwar geht es hier um den Widerstand, was so eine Leitung hat. Und zwar in Bezug auf den Vorwiderstand eines Motors. Also sprich, wenn ich so eine Leitung anschließe, dann dreht sich der Motor langsamer, als wie wenn er sozusagen ja nur direkt angeschlossen wird. Und das testen wir heute mal aus. Dafür ist diese zweite Leitung da. So. Dann gehen wir gleich in den Versuchsaufbau rein. Also hier haben wir unseren Motor. So, so mal ein bisschen rein. Also jetzt hier verbinden das schwarze Kabel mit dem schwarzen Kabel hier in unserem Aufbau. So. Ich muss aber auch sagen, es sind sehr dünne Kabel und hier ein entsprechendes Kabel, dass ich hier ja komm. Also zuerst mal so direkt anschließen. Ja. Sieht man hier, der dreht sich hier schon ziemlich schnell. So, und auch mit einigermaßen Kraft. So, jetzt verbinden wir das Ganze mit einem Kabel und dann müsste normalerweise sich die ganze Geschichte etwas langsamer bewegen. So, machen wir jetzt hier mal. Also jetzt brauchen wir hier diese Enden wieder. Tun wir vorher wieder abisolieren. Also ich muss sagen, es sind hier sehr dünne Kabel. So, das erste haben wir abisoliert. Jetzt brauchen wir das zweite noch zum Abisolieren. Ist hier alles sauber abisoliert. So, jetzt verbinden wir das sozusagen hier einmal so rum. Jetzt geht das Kabel hier einmal, also das rote Kabel, rote Leitung geht jetzt hier einmal durch die ganzen Drähte durch, dann kommt sie hier raus und dann geht es hier weiter, geht hier in dieses rein, geht dann auch wieder durch die ganzen Kabelchen hier durch und geht dann in diese Leitung rein. So, und jetzt bin ich gespannt, wie sich das hier verändert. Jetzt sieht man schon, also man hört es zumindest, dieser Motor. Ja, der ist hier schon wesentlich langsamer. Also ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera hier so entdeckt, aber er wird wesentlich langsamer. Und das ist auch die große Erkenntnis, was wir heute sozusagen am 19. Dezember mitnehmen sollen. Und zwar, je länger eine Zuleitung ist, desto weniger Leistung kann ich letztendlich hinten herausbringen. Weil die Leistung, die verschluckt mir als ohmscher Verbraucher immer wieder Energie und deswegen sollte ich Leitungen, also gerade bei großen Verbrauchern, so niedrig, also so kurz wie möglich halten. Und ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch einen zusätzlichen ohmschen Widerstand einbauen würde, dann sieht die ganze Geschichte natürlich nochmal anders aus. Also zum Beispiel jetzt hier so einen ohmschen Widerstand, den 100 Ohm Widerstand, baue ich jetzt hier einfach nochmal ein. Einfach weil ich gerade hier so gerade richtig viel Bock drauf habe auf das Zeug hier. So, und baue ich hier ein. Seht ihr, jetzt ist er auch nochmal in Reihe zum Motor geschlossen. Wie sieht es jetzt aus? Jetzt ist er noch langsamer.
sind ja, ach, schafft er fast nicht mehr. Also, das kann ich ohne Probleme hier aufhalten schon. Weil der Widerstand im Reis sozusagen nochmal ist und noch besser bremst, also noch mehr Widerstand ist. Und deswegen Zuleitungen so kurz wie möglich halten. So Leute, wenn euch dieses Video jetzt gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr oben diesen Kanal abonniert. Natürlich gefällt mir drückt und hier oben auch mit der Glocke. Und dieses Video teilt mit euren Freunden, euren Bekannten, euren Kommilitonen, gerade jetzt hier in dieser schweren Zeit. Würde es mich extrem freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Alexander Mikl-Technik in 5 Minuten. Tschüss.